Der amerikanische Traum vom Eigenheim. Wie viel Haus kann sich eine amerikanische Durchschnittsfamilie mit einem Durchschnittseinkommen hier in den USA leisten? Ist der Traum schon ausgeträumt? Sind die Häuser inzwischen auch so unerschwinglich wie in Europa? All die Fragen beantworte ich dir in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema Immobilieninvestitionen hier in den USA. Gemeinsam mit Partnern konzentriere ich mich auf den Großraum Philadelphia hier an der Ostküste der USA, weil ich auch hier lebe. Der amerikanische Traum besagt, dass man sich von seinem Gehalt, einem Durchschnittsgehalt, ein Eigenheim hier in den USA leisten kann. Und heute schauen wir uns an, ist das noch so? Einen direkten Vergleich der Immobilienmärkte an sich, also Deutschland versus USA, habe ich in einem anderen Video schon vorgestellt. Das Video verlinke ich dir in der Beschreibung dieses Videos hier. Da findest du auch alle Links und alle Quellen, die ich heute in diesem Video benutze. Also einfach mal in der Beschreibung nachschauen und dieses andere Video, Amerika versus Deutschland, sehr spannend, sehr interessant. Schau es dir einfach mal an. Kommen wir zum amerikanischen Traum. Also wie viel Einkommen erzielt eine Durchschnittsfamilie hier in den USA? Wie viele Ausgaben stehen dem gegenüber und welche Objekte gibt es eigentlich für dieses Budget? Schauen wir uns erstmal die Einkommenssituation an. Also Einnahmen, Ausgaben und dann sehen wir das Budget. Und wie viel Haus ist in diesem Budget möglich? Ob der amerikanische Traum noch möglich ist oder bereits ausgeträumt ist, erfährst du am Ende dieses Videos. Schauen wir uns die Einkommenssituation an. Als Investoren konzentrieren wir uns auf die Region hier Philadelphia an der Ostküste. Also nehmen wir einfach mal diese Region. Klar, die Einkommenssituation in den verschiedenen Staaten und Städten variiert natürlich ganz stark. Also ganz klar, in Los Angeles braucht man mehr Einkommen, in New York City braucht man mehr Einkommen. Aber wir konzentrieren uns hier in diesem Video einfach mal auf Philly, also hier Philadelphia an der Ostküste. Hier siehst du die HUD-User-Statistik zu den verschiedenen Regionen, aber in unserer Region hier, Philadelphia, Camden, Wilmington, also das sogenannte Tri-State von New Jersey, Delaware und Pennsylvania, da liegt das Durchschnittseinkommen irgendwo um die 90.000 bis 94.000. Das durchschnittliche Familieneinkommen hier in den USA beträgt allerdings nur $80.000. Also wie gesagt, wir haben die Höhen wie New York und wir haben auch die Tiefen wie Alabama und irgendwo dazwischen sind es eben dann 80.000. Das heißt, wir konzentrieren uns heute auf diese 80.000. Und wie viel Haus kann man sich mit 80.000 Jahreseinkommen, Bruttojahreseinkommen eigentlich leisten? Was heißt sich leisten können eigentlich? Auf der einen Seite heißt es, für wie viel Kredit qualifiziert man sich hier in den USA und wie viel Kredit wäre für einen gesund. Und das ist genau das Problem, das kennst du aus Europa, da gibt es diese 100 oder 110% Finanzierungen und solche Finanzierungen sind einfach nicht gesund. Und hier ist es in den USA eben genauso. Die Bank würde einem mehr Kredit geben, als vielleicht gesund wäre für einen aufgrund der finanziellen Einkommenslage. Das heißt, der Kredit, den die Bank dir geben würde und das, was für dich gesund wäre, sind zwei unterschiedliche Zahlen. Schauen wir mal auf unser Durchschnittseinkommen von rund $80.000 pro Jahr. $80.000 pro Jahr, das heißt pro Monat $6.666. Das lässt sich einfach rechnen. Also wie viel Kredit bekommt man? Die Banken messen hier genauso wie in Europa auch das Verhältnis von Schulden zu Einkommen. Und in dem Fall heißt das Debt-to-Income Ratio, DTI. Und diese DTIs, also diese Zahlen, diese Limits, die werden staatlich vorgegeben und variieren eben nach Kredit. Art, die man eben aufnimmt. Hier siehst du die Tabelle, das sind die verschiedenen Kreditarten, die es gibt und im Schnitt können wir hier sagen, für die häufigsten Kreditarten ist es ein Maximum von 50%, also 50% maximale Belastung Schulden zu Einkommen. Was heißt das in unserem Fall? Wir haben 80.000 Gesamteinkommen, $6.666 pro Monat. Das heißt, in dem Fall wären wir bei 3.333 Income pro Monat, was wir hier messen können. Aber das ist nur die Einkommensseite. Wie schaut es denn eigentlich mit den Schulden und Verbindlichkeiten, also den Ausgaben aus? So gut wie jeder hier in den USA hat Schulden. Seien es Auto-Lease oder Loans, also Autokredit, Waschmaschine finanziert oder was auch immer, Kreditkartenschulden oder auch Studienschulden. Studienkredite sind hier eine große Ausgabe. Das ist natürlich eine Ausgabe, die monatlich gemessen werden muss. Und hier kann man sagen, im Schnitt sagen wir $500 wären die monatliche Belastung. $500 für einen gesamten Haushalt von zwei Einkommen ist relativ niedrig, aber zum Rechnen in unserem Fall macht es einfach ein bisschen einfacher. Und diese Schulden müssen natürlich von unserem messbaren Monatseinkommen abgezogen werden. Nochmal, 80.000 Einkommen pro Jahr, brutto 6.666 pro Monat, davon 50% sind 3.333, minus genau unseren Schuldendienst, $500, sind $2.833 messbares Einkommen.
Okay, 2833 Dollar kann man ausgeben. Und was bekommt man jetzt dafür? Hey, 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 diese 2833 Dollar ist nur eine Seite der Medaille. Das ist das, was die US-Banken dir als monatliche Belastung zugestehen würden. Also 2833 wäre für diesen Durchschnittshaushalt die Maximalbelastung. Aber gesund ist das nicht. Mehr als ein Drittel fürs Wohnen auszugeben, ist absolut ungesund. Und ein Drittel von 6666 sind nun mal nur 2000 Dollar. Das heißt, wir haben hier diese 2000 Dollar, die gesund wären, die den 2833, die die Bank einem geben würde, gegenüberstehen. Das heißt, die Durchschnittsfamilie würde sich über 833 Dollar monatlich mehr belasten, als gesund wäre. Und hier betrachten wir nur die Bruttowerte. Nach Abzug der Steuern wird das finanziell gesehen noch ungesünder. Die Steuern hier in den USA sind ja bekannterweise geringer als in Deutschland. Bei dem Einkommen von 80.000 kann man sagen, 20-25% wäre der Steuersatz, was vielleicht schon hoch wäre für diese Durchschnittsfamilie, diesen Durchschnittshaushalt. 25% abgezogen, landen wir ca. bei 5.000 Dollar monatlichem Net Income, also dem Einkommen, was die Familie zur Verfügung hat. Debt-to-Income-Ratio, das ist genau das, auf das die Banken achten müssen, wäre maximal 50%. Das heißt, die Maximalbelastung für diese Familie, für ein Objekt, was sie finanzieren würden, wäre 2.500. Da sind die Schulden bzw. der Schuldendienst, der monatliche, einfach schon mal rausgerechnet. Wenn wir uns die 30%-Regel allerdings anschauen, kommen wir hier nur noch bei 1.500 raus. Also 1.500 versus diese 2.000 bzw. 2.500, was die Bank einem monatlich zugestehen würde. Und das ist schon mal ein krasser Unterschied. Und wohlgemerkt, hier betrachten wir einen Durchschnittshaushalt mit zwei Einkommen. Wenn der Haushalt nur ein Einkommen hat, zum Beispiel vielleicht auch ein Single-Haushalt ist, dann sind wir bei einer monatlichen Belastung, die gesund wäre, von unter 1.000 Dollar. Und da was zu finden, das ist echt eine Herausforderung. Egal ob Familie oder Single-Haushalt, für den verfügbaren Rahmen oder für diesen Betrag muss man erstmal was finden, was man sich leisten und auch unterhalten kann. Und das machen wir gleich. Aus unserer Sicht als Investoren und natürlich auch Vermieter wollen wir genau diese Zahl auch sehen. Also wir wollen sehen, dass dreimal die Monatsmiete als Einkommen für diese Familie oder für diesen Mieter eben monatlich abfällt. Wenn der Mieter, der potenzielle Mieter, mehr als 30% für die Miete ausgeben wollen würde, dann müssen wir den einfach ablehnen und sagen, nein, wir müssen dich vor dir selbst schützen, weil das ist ungesund, das können wir nicht machen. Wie wir Mieter auswählen, wie wir Mieter finden und wie dieser gesamte Mietprozess hier in den USA, also das ganze Screening zum Beispiel, wie das abläuft, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Den Link dazu, den setze ich dir hier unter das Video in die Beschreibung. Also, was kann man sich leisten und vor allem wo? Ganz klar, in Gegenden wie zum Beispiel LA, San Francisco oder New York City oder Washington DC Downtown braucht man mit diesem Budget, was wir gerade ausgerechnet haben, nicht nach einem Eigenheim suchen. Das findet man nicht. Das wird es einfach nicht geben. Und da sind aber auch die Einkommen eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, mit unserem Durchschnittseinkommen kommen wir in diesen Ballungsräumen nicht weit. Wo wir aber weit kommen, ist zum Beispiel hier in Philadelphia. Philadelphia ist auch eine Millionenstadt. Und hier schauen wir einfach mal, was es für dieses Budget hier geben würde. Schauen wir uns einfach mal an, was die bekannten Portale dazu sagen. Also hier kann man einfach nach dem Begriff Affordability Calculator suchen und man findet solche Kalkulatoren, wo man genau diese Parameter, die wir gerade rausgefunden haben, einfach eingibt und diese Kalkulatoren spucken einem aus, wie viel Haus kannst du dir leisten und wie viel Haus kannst du dir eben nicht leisten. Und das machen wir. Wir nutzen hierzu nochmal Zillow. Also Zillow, ja, ganz klar, die haben halt eine hervorragende Usability und deswegen benutzen wir sie einfach gerne. Zillow hat auch einen Affordability Calculator und den schauen wir jetzt einfach mal an. Den Link zu dem Calculator findest du natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos hier. Hier siehst du den Affordability Calculator, in dem wir jetzt einfach mal die Parameter, die wir gerade festgelegt haben, beziehungsweise aus den Statistiken rausgelesen haben, die übertragen wir jetzt und sehen, was unser Budget wäre, mit dem wir hier einkaufen gehen könnten. Was haben wir hier? Unser Annual Income, haben wir gesagt, sind wir bei 80.000 im US-Schnitt. Monatliche Schulden haben wir so circa 500, haben wir gesagt. Ein Downpayment für einen Kredit können wir bis zu 20.000 Dollar mitnehmen. Unsere Durchschnittsfamilie hat 20.000 Dollar gespart. Was haben wir noch? Debt-to-Income-Ratio. Also die Banken, wie gesagt, bis zu 50. Alles Gesunde würde ich sagen 30%. Also unter einem Drittel sollte man bleiben. Die Kosten fürs Wohnen sollten genau ein Drittel nicht übersteigen. Dann haben wir hier noch die Interest Rate. Das sind die aktuellen Zinsen für Privatkredite.
Long-Term passt. Property Tax. Property Tax ist noch ein wichtiger Punkt, denn diese Steuern fallen jährlich an. Das heißt, das muss man immer bezahlen als Hausbesitzer. Da zahlt man die Schule und für die Stadt die Taxes lokal. Und da kommt es halt darauf an, welche Region. Also je höher die Taxes sind im Normalfall, desto besser ist die Gegend, desto besser sind die Schulen. Kommt halt auf die Region an. Wir sind jetzt mal unsere Durchschnittsfamilie und wir suchen in und um Philadelphia. Also in der Stadt Philadelphia kann man sagen 1%. In einem Vorort von Philadelphia wären wir schon bei 2% für die Property Taxes, die man einkalkulieren muss. Property Tax und Insurance kann man von der Bank abführen lassen. Das heißt, man zahlt einfach eine höhere Rate und die Bank zahlt für einen genau diese Steuern und diese Versicherungen. Und das muss man bezahlen. Wenn man eins davon nicht bezahlt, dann kommt die Bank, löst den Kredit auf, sagt, er ist fällig und foreclosed, also zwangsversteigert das Haus oder gibt das Haus in die Vorzwangsversteigerung. Ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, diese Kosten muss man beim Hausbudget einfach mit einkalkulieren. Also 2% Property Tax, Homeowners Insurance haben wir hier 800. HOA haben wir keine. HOA wäre zum Beispiel ein Homeowner Association. Das heißt, man wohnt in so einer Wohnanlage und man hat einen gemeinsamen Gärtner, Poolboy, was auch immer. Haben wir in dem Fall nicht, deswegen 0 Dollar. Und dann haben wir hier oben unser Budget. Das hat er uns gerade ausgerechnet. Das heißt, 238.000, sagen wir 240.000 wäre das Budget, mit dem unsere Durchschnittsfamilie jetzt in einem Vorort von Philadelphia shoppen gehen kann. Und da bleiben wir genau in diesem Budget von 1.500 monatlicher Belastung. Mit dem Budget gehen wir jetzt einfach mal shoppen und gucken, was es da in der Region Philadelphia in den Vororten gibt. Bevor wir jetzt gemeinsam nach einem passenden Objekt für unsere Durchschnittsfamilie hier in Philly suchen, lass mir einfach ein Like da, wenn dir das Video hier gefallen hat. Ein Klick auf den Abo-Button hilft dir dabei, keins meiner Videos mehr zu verpassen. Auf geht's zu Zillow.com. Und da sind wir auf Zillow.com und geben einfach mal direkt Philadelphia, PA in unsere Suche ein und schauen, was es in dieser Region gibt. Da removen wir hier die Boundary, also die Begrenzung wollen wir nicht. Wir wollen auch nichts mieten, sondern wir wollen was kaufen. Geben bei dem Ganzen ein, dass wir Auktionen und Zwangsversteigerungen nicht haben wollen. New Construction kann sein, muss nicht unbedingt sein. Wie erwähnt, wir sind die Durchschnittsfamilie und da brauchen wir 3 Bedrooms und mindestens 1,5 Bäder, würde ich vorschlagen. Das heißt, ein Powder Room, das ist einfach nur eine Gästetoilette zum Beispiel. Das können wir mitmachen, exakt Match, genau. Was haben wir noch an Suchkriterien? Da wollen wir mindestens eine AC haben. Wir wollen gar keine HOA, also keine Homeowners Association haben, keine Fees dafür haben, weil das ist eine monatliche Belastung, die wir uns nicht leisten können und wollen. Genau, und dann sieht man, dass hier schon eine Menge bei rauskommt, aber wir sind immer noch weit über Budget. Das heißt, wir müssen den Preis einschränken. Wir erinnern uns, das Budget der Familie war 240.000. Und da wird es schon weniger. Aber wir sehen immer noch, es gibt eine Menge Angebot. Wenn wir jetzt mal in diesen Vororten hier schauen, zum Beispiel hier in Springfield, das ist nicht das von den Simpsons. Oder doch? Man weiß es nicht. Da haben wir hier in West Philadelphia was. Na, weiß man nicht, ob man da wohnen möchte als Familie. Wir haben hier in diesen Regionen was. Drexel Hill ist gerade mal gar nichts. Beziehungsweise es gibt ein bisschen was. Schauen wir uns mal an, was es für dieses Geld gibt. Eine Klimaanlage wollen wir haben. Hier, das ist eine schöne Gegend. Das sieht auch nett aus, oder? Also, wenn das nichts ist. Doppelhaushälfte. Neu verputzt, drinnen alles renoviert. Sieht nicht schlecht aus. 3 Schlafzimmer haben wir gesehen, oder mindestens 3. Küche, Bad, Powder Room, Teppichboden. Das ist das Badezimmer. Das andere haben wir gesehen, das war der Powder Room. Das sieht doch nicht schlecht aus. Oh, das ist noch ein Badezimmer. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? Wir haben sogar 2 volle Bäder. Also von daher sieht doch nicht schlecht aus. Was haben wir hier an der Gegend? Ja, sieht doch schön aus. Kleiner Vorgarten. Nett. Also von daher, da gibt es was fürs Geld.
Was haben wir hier von den Preisen? 219 ist alles im Budget. Die Taxes, das ist nicht der Steuersatz, sondern es wird irgendwo hier bei 5.000 bis 6.000 liegen. Pro Jahr natürlich, das heißt, das kommt monatlich als Belastung dazu. Können wir uns natürlich leisten. So, das heißt, die monatlichen Kosten in diesem Fall wären 1176, schlägt uns Zillow vor. Hier ist noch mit ein bisschen Aufschlag zu rechnen. Also die Vorschläge von Zillow sind eher mit Vorsicht zu genießen. Genau, HOA haben wir keine. Insurance wären $70,77 pro Monat. Da kommt noch ein bisschen was drauf. Taxes, ja, das stimmt nicht ganz. Mortgage Insurance, das muss man nur abschließen, wenn man weniger als 20% Eigenkapital mitbringt. Und dann wäre eine monatliche Rate von 727 nur für die Mortgage drin. Genau, Schulen, ja, das ist okay, das ist nicht überragend, aber dafür sind die Steuern auch im Rahmen. Also das ist doch mal ein nettes Haus, was man sich als Durchschnittsverdiener hier in den USA im Raum Philadelphia leisten kann. Was haben wir noch? Gehen wir in eine andere Gegend. Gehen wir zum Beispiel mal hier nach North Philly. Was haben wir denn hier? Also 210.000 gibt es hier. Gut. Das ist eine andere Gegend, das ist eine andere Klasse, dieses Haus. In der Edgeley, da haben wir auch drei Bedrooms, zwei Bäder. Haben aber, das ist der Unterschied zu den Vororten, auch hier ganz klar einen niedrigeren Steuersatz als in den Vororten. Das heißt, das zahlt man natürlich dann eben in der City nicht. Aber was man hier auch nicht hat, ist ein eigener Parkplatz zum Beispiel. Das ist vorm Haus parken. Aber drin sieht auch alles nett gemacht aus. Gut, die Gitter, das könnte jetzt einige Familien, die Durchschnittsverdienerfamilie zum Beispiel, abschrecken. Aber auch da wird gewohnt und auch das ist eine schöne Gegend eigentlich. Was gibt es noch fürs Geld? Also wir sehen hier Downtown, das ist die teure Ecke von Philadelphia. Da gibt es nichts. Also da braucht man gar nicht anfangen zu suchen. Auf der anderen Flussseite konzentrieren wir uns auch nicht drauf, weil, wie du hier siehst, Pennsylvania und hier drüben ist ein anderer Bundesstaat, New Jersey. Das heißt, da sind die Einkommenssteuern auch anders, sogar höher. Dann haben wir hier Fishtown, das gibt nichts. Da gibt es gar nichts. In dem ganzen inneren Stadtgebiet gibt es für diesen Preis nichts. Das heißt, man muss in den Vorort gehen. Gucken wir nochmal hier drüben. Was gibt es in Springfield? Springfield ist auch eigentlich eine nette Gegend. Da haben wir ein Reihenhaus, Reihenmittelhaus. Das sieht doch nett aus. Das ist doch eine nette Porch vorne dran. Also so eine kleine Terrasse. Hier sieht doch schön aus. Genau. Das sieht doch gut aus. Holzfußboden haben wir. Große Fenster haben wir. Storm Door, Fliesen. Eine große Küche. Ob die schön ist, darüber lässt sich jetzt streiten. Aber es sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir ein Badezimmer, Laundry Room, großes Master Bedroom hier. Küche, Teppichfußboden, sogar noch einen kleinen Garten hinten dran und ein Shed, also für den Rasenmäher. Bisschen Terrasse hinten, Gas, Water Heater, trockenen Keller. Also 214.000. wären im Budget unserer Durchschnittsfamilie enthalten. Drei Schlafzimmer und zwei Bäder, zwei volle Bäder sogar. Und in dem Fall ist es nur ein Half Bath. Ist auf jeden Fall enthalten, ist eine schöne Gegend. Die Schulen sind in Ordnung. Und was wir jetzt gesehen haben ist, wir sehen in der Region Philadelphia, kann man mit dem Durchschnittsgehalt sich immer noch ein Haus kaufen. Also hier gibt es immer noch genügend Objekte und es sind auch alles schöne Gegenden. Also hier ist nichts Schlimmes dabei. Also hier unten wäre eine schlimmere Gegend. Aber der Rest ist doch hier alles recht schön. Von daher, der amerikanische Traum scheint zu funktionieren. Kann man mit einem Durchschnittseinkommen in Europa, beispielsweise in Deutschland, noch ein Eigenheim in einer Millionenstadt kriegen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich glaube, mit einem Durchschnittseinkommen wird es ganz schwer, dann wirklich nur in einem entfernten Randgebiet oder eben JWD auf dem Land irgendwo. Aber Durchschnittseinkommen in einer Millionenstadt? Und was ist nun mit dem amerikanischen Traum? In Gegenden wie LA, San Francisco oder New York City, ganz klar, da wird es schwierig. Da ist der amerikanische Traum aus meiner Sicht ausgeträumt, aber da verdient man ja auch nicht das Durchschnittseinkommen. Das heißt, das Einkommen dort ist auch viel höher.
Aber mit einem Durchschnittseinkommen, mit dem landesweiten Durchschnittseinkommen, findet man noch immer, zum Beispiel hier in Philadelphia, Einfamilienhäuser, die für eine Familie oder einen Single-Haushalt erschwinglich wären. Das heißt, da ist der amerikanische Traum noch lange nicht ausgeträumt. Wow, Respekt, du hast bis zum Ende des Videos durchgehalten. Das heißt, du konntest hier was mitnehmen. Wenn das so ist, lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, Like-Button drücken, abonnier den Kanal, wenn du keins meiner Videos mehr verpassen möchtest. Und jetzt bleibt mir, dir für deine Aufmerksamkeit zu danken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.